Hallo, liebe YouTuber und was zur Hölle? Kamera. Achso, ja, okay. Hallo, liebe YouTuber und YouTuberin zu meinem Kanal, sag ich mal. Ich hatte das schon mal gemacht, aber ich mache das jetzt auch wieder. Ich mache da ein Remake daraus, sag ich mal, ja. Und ja, mein Name ist Dennis und in YouTube bin ich als Dennis Let's Play bekannt, ja. Und also, was soll ich sagen? Ich bin ja der 10.000. YouTuber, den es auf der Welt gibt. Aber ich möchte euch zeigen, was ich alles anbieten kann. Also ich kann eine Unmenge an Sachen anbieten. Und die werde ich euch in einer kleinen schönen Welt zeigen, die ich selber gemacht habe. Da werde ich all meine News veröffentlichen und all meine sonstigen Sachen. Ja gut, fangen wir jetzt mal an. Also, das erste, was ich sagen möchte, ist, ich liebe Adventure Maps. Über alles. Deswegen habe ich so eine kleine Idee gehabt, was ich machen werde. Ich mache so ein schönes System. Ich spiele eine Adventure Map und werde sie auch bewerten. Und zwar mit den Noten 1 bis 6. Klingt zwar langweilig, aber Schulnoten sind halt für mich Prinzip. Deswegen würde ich sagen, bei der Note 1 sage ich hammergeiler Server. Na, das ist eine Map. Eine Map, stimmt. Hammergeile Adventure Map. Bei der Note 2 sage ich eine gute Map. Bei der Note 3 ist es schon normal. Bei Note 4 sage ich mal geht so. 5 ist öde. Und 6 ist unspielbar, obwohl man bei dem sagen muss, dass es nur möglich ist, wenn die Adventure Map nur so, sagen wir mal, hö, gewonnen. Nee, ihr werdet es schon erfahren. Ich habe schon einige gemacht und werde auch weiterhin welche machen. Ich habe schon einige bewertet, schon mit Note 1 oder... Nee, Note 1 habe ich noch nicht gegeben, oder? Nee, glaube ich nicht, nee. Gut. Das zweite, was ich mache, das ist auch so eine schöne Idee. Ich bewerte Server. Ich möchte gerne Server bewerten, weil die... da gibt es so viele unzählige tausende Server, die ich noch nicht erforscht habe, und ich habe schon einige mit Noten mit Note 1 bewertet, weil die so richtig Hammer sind. Da hätten wir auch wieder Note 1 Hammer geil, Note 2 ist ein guter Server, Note 3 ist okay, warum jetzt nicht normal steht, ist ganz egal. Note 4 nicht so toll, 5 sehr schlecht und 6 geht gar nicht. Das tue ich immer am Ende eines... bei jedem Video tue ich immer am Ende so eine Bewertung reintun, wenn ich fertig bin. Und zwar bei den Adventure Maps, wenn ich durch bin, dann tue ich sie ganz am Ende hinzufügen. Bei den Server ist es immer gleich am Anfang. Wenn ich schon bewerte, dann bewerte ich sie auch. Gut. Was ich euch noch anbieten kann, sind... Spiele, die ich richtig geil finde. Also Minecraft ist ja das eine, aber Tekken Card Tournament hat mich auch sehr angeregt. Deswegen spiele ich das auch sehr gerne. Da dürft ihr nämlich auch mit mir mitspielen. Ihr müsst einfach nur in den Kommentaren schreiben, Dennis, ich möchte mit dir Tekken Card Tournament spielen. Und ja, dann werde ich mit euch mit Skype während der Aufnahme werde ich gegen euch spielen. So eine 3-Gewinnt-Runde. Wenn jetzt ich zum Beispiel 2 Punkte habe und der Gegner 1 Punkt, dann habe ich gewonnen. Ist ja klar. Nee. Und ja, Tekken Card Tournament. Und da habe ich auch noch so ein schönes Prinzip entwickelt. Entwickelt, ja, ich bin so ein Genie, wisst ihr. Nee, ich habe bei mir das Special Weekend eingeführt. Da werde ich in jedem Wochenende, naja, nicht jeden, falls ich keine Zeit habe, werde ich aber jedes Wochenende eine Rubrik eröffnen. Und zwar ist es der Multiplayer Friday am Freitag, da Singleplayer Saturday am Samstag und Mad Sunday am Sonntag. Was bringt das mir jetzt? Also, besser gesagt, der Multiplayer Friday, fangen wir da an. Der Multiplayer Friday ist dazu da, dass ich mit dass ich halt ein Multiplayer-Spiel spiele. Also Minecraft Multiplayer, also ein Server, den ich schon vorgestellt habe wahrscheinlich, oder
Was habe ich dann noch? Ich habe ja auch noch mal. Wie hieß das Spiel nochmal? Ganz egal. Also auf jeden Fall Multiplayer. Beim Singleplayer Saturday könnt ihr schon sehen, Singleplayer spiele ich einfach ein Spiel, das man nur alleine spielen kann. Ja, Forever Alone. Aber es soll halt so sein. Dann hätten wir noch den Mad Sunday. Da werde ich alle Spiele aufführen, die so für Leute unter 16 nicht geeignet ist oder so. Nee, da werde ich so Sachen einführen wie zum Beispiel Battlefield 1942 oder irgendwann später auch mal so Gruselspiele. Angst, Slender. Und ja, die werde ich jedes Mal einführen, jedes Mal, wenn Wochenende ist. Manchmal kann ich nicht, das tut mir dann leid, aber was kann man machen? Ich habe nicht so viel Zeit immer und da könnte ich mich wenigstens noch freuen, wenn ich irgendwann mal so ein Mod das wieder aufführen kann. Dann, was wir hier haben, ich habe ja mal ein vorheriges Video gemacht und das war richtig grottenschlecht mit der Qualität, mit dem Sound und so weiter. Deswegen hatte ich noch das Geschenk da und da drin ist was verborgen, das ich jetzt öffnen werde. Verbrenn! Verbrenn! Yeah! Na komm. Boah, das brennt schon. Oh nein, 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 nein. Nicht Baum, nicht Baum, nicht Baum. Nicht, Alter. Nein, egal. Baum will, aber ich will nicht. Okay, egal. Da haben wir es schon. Oh nein, nicht das. Das Geschenk darf nicht verbrennen. Ach gut. Secret. Da haben wir schon das Secret. Retro Games. Was bringt mir denn das? Das werde ich euch sagen. Ich habe nämlich vorgehabt, Retro Games zu spielen, und zwar so richtig alte PlayStation 2, Nintendo 64 oder so. Leider fehlt mir das Equipment. Da braucht man ja so eine blöde Elgato Capture Card oder was weiß ich. Nee, eine Capture Card brauche ich doch nicht, oder? Nee. Doch, eine Capture Card brauche ich, aber nicht die Elgato. Genau, so war's. Ich kann das leider noch nicht machen, deswegen veröffentliche ich das mal und lasse es mal so stehen. Aber wenn es dazu kommt, dann habe ich's. Gut. Ich hoffe, ich finde es noch. Gut, das ist der Mond übrigens. Wer meine News sehen will, ich habe da drei News veröffentlicht. Nein, zwei und eine 100 Abo Special Dingsbums Style, genau. Da könnt ihr gerne sehen, was es mit dem Mond auf sich hat, und ignoriert einfach mal das da. Das war ein fehlgeschlagener Versuch, die Version 1.5 zu zeigen. Schaut mal, das ist ja richtig krass. Da sieht man noch den Schatten von irgendetwas und da fliegt ein Knopf. Hä, gedrückt! Gut. Dann muss ich gerade schauen, wo das ist. Mond. Da haben wir das, genau. Ich besitze auch Skype, falls ihr das nicht wisst. Ihr seid ja neu, deswegen wisst es ja noch nicht. Ich habe Skype. Ihr dürft da mich gerne als Freund hinzufügen. Ich freue mich, wenn Leute mich hinzufügen. Ich bin. Ich freue mich immer. Wie ich da heiße, werde ich in der Beschreibung unten hin tun. Aber ich heiße Daniels Let's Play dort. Ihr könnt mich gerne hinzufügen, könnt mir Fragen stellen, und wenn es dem Zufall so will, dann kann ich mit euch sogar so einen Gruppenchat oder was weiß ich, so ja genau, einen Gruppenchat machen, und dann könnt ihr mir Fragen beantworten oder was weiß ich, könnt ihr mir alles draufschmeißen, was ihr gerade zu sagen habt. Das ist ein Schild, genau, das war das mit dem Montag-Dienstag-Plan. Montags Minecraft, Dienstags Tekken, Mittwoch Minecraft und Donnerstags Tekken. Also das wechselt sich ab. Ich kann nur ein Video pro Tag hochladen, weil mein Laptop ist sehr scheiße. Der kann nicht so schnell rendern. Weil wenn ich es könnte, dann würde ich ja zigtausend Folgen hochladen. Aber das ist jetzt so und ich lasse es auch stehen. Dann, wenn ich das wieder finde, das ist eine schöne Insel übrigens. Das ist halt meine ganze Insel voll mit News und so weiter. Die werde ich nicht zur Verfügung stellen, weil meint. Gut, oh, Mond. Oh, so, das war die Schattierung. Gut,
Das sieht jetzt schon richtig fett draufgeklebt. Facebook. Ja, ich besitze auch Facebook. Da poste ich auch all meine Videos rein, die neu hinzukommen. Oder vielleicht Nachrichten, die was ganz Spezielles betreffen. Zum Beispiel, ich kann heute nicht aufnehmen und so. Und ich frage mich, warum das Schild eigentlich. Irgendetwas stimmt hier nicht mit den Schildern. Also, wie ich dort heiße, kann ich euch gerne mal hier drauf ploppen lassen. Da. Dennis Let's Play heiße ich. Oh. Bitte ein Like geben. Ja, das poste ich auch noch. Ihr könnt mir da auch Fragen stellen übrigens. Gut, machen wir weiter. Musste ich mal kurz Tekken Card Tournament Endrelease begraben. Ich hoffe. Nee, ich lasse es noch da unten. Ist eigentlich von den Toten erwacht, aber ganz egal. Moment. Das war ganz schön. Das ist auch in den News vorhanden. Könnt ihr auch gerne sehen. Hier. Da. Tekken Card Tournament. Gut. Das haben wir auch. Und ich hasse das mit den Schildern. Obwohl, das mache ich jetzt mal. Gut. Ich habe natürlich auch ein paar andere YouTuber-Kollegen. Da wären zum Beispiel der Beisti, auch bekannt als 0 Mr. Danibu 7 oder Dani einfach mal gesagt. Und den Selfarus LP. Selfarus LP. Auch bekannt als Lauch 41, falls ihr die kennt. Ah. Schild funktioniert. Mit denen nehme ich auch auf. Die habe ich kennengelernt durch Hunger Games. Survival Games, ja. Und ja, wie es im Zufall so will, haben die auch YouTube und nehmen auch auf. Und ja. Dann hätten wir noch ein paar andere Kollegen, mit denen ich aber sehr selten was mache. Aber die sind auch nicht schlecht. Mit dem habe ich ein 100-Abo-Special gemacht und mit denen habe ich noch andere Kollegen kennengelernt. Deswegen verdienen die auch mal Applaus. Nee, ich habe mit dem Marius vom TM Gaming LP habe ich eine Adventure Map gespielt, weil weil seine Kollegen gerade keine Zeit haben, die sind zu viert. Und deswegen war ich halt auch da und konnte mit dem auch ein bisschen Adventure Map machen, was ihr auch finden werdet in meiner Playlist irgendwo bei Let's Play Together. Weiter geht's. Durch Themen Gaming LP konnte ich auch den guten Omilosch treffen. Natürlich kann ich keinen Omega machen, der hat vorne am Anfang ein Omega drin und dann Mlosch. Mit dem habe ich eine ganze Adventure Map mit dem GK Guy von Tenacious LP habe ich gemeinsam eine Adventure Map gemeinsam gemacht und ich habe noch mit dem Omlosch geteamt gegen Themen Gaming LP bei 100 Abo Special. Ihr könnt das alles sehen bei Let's Play Together und ja, dann dieses Schild. Ist kein neuer YouTuber, aber ich schreibe mal hin, wie ich sie nenne. So nenne ich die YouTuber. YouTuber, ja, nein, YouTuber. Da gibt es ja vielleicht noch tausend andere, die das sind. Aber mit denen mache ich halt hauptsächlich was. Naja, mit denen nicht so, aber mit den zwei kommt noch was, aber Omlosch ist auch nicht mehr da. Der hat gerade Probleme mit Schule und so, ja. Nein, nicht Probleme, sondern hat Schule und deswegen schwer. Ja, genau, das war's. Und ja, genau. Ich habe, glaube ich, nichts mehr zum Hinzufügen. Oder irgendwas zu sagen, weil Vegeta, hast du was? Hey. Hallo? Over 9000! Nein, 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 nein,
Gut, ich habe jetzt nichts mehr zu sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr abonniert mich fleißig. Ihr schaut auch fleißig meine Videos an. Und ich danke euch übrigens auch noch. Ich habe gerade 154 im Moment. Muss ich wirklich danken. Das ist ja eine große Anzahl von Leuten. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.